IBR ist in der Zentralschweiz bekannt dafür, dass man in Dienstleistungsprojekten Unterstützung anbietet. Und so ist auch die Gemeinde Entlebuch auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir ihnen bei dieser Herausforderung medizinische Versorgung bei ihnen in der Gemeinde würden Unterstützung bieten. Entlebuch ist eine Gemeinde von 3'300 Einwohnern. Eine Fläche von 57 Quadratkilometern liegt südwestlich im Kanton Luzern. Wir haben eine wunderschöne Landschaft in Entlebuch mit einer hohen Lebensqualität. Als Patient von einem Hausarzt, der hier vor Ort ist, habe ich erlebt, was das heisst, wenn ein Hausarzt einen Nachfolger sucht. Und es war mir und dem Gemeinderat ein riesen Anliegen, dass wir eine Lösung haben auf die Zukunft heraus, weil auch der zweite Hausarzt, den wir haben, jetzt bereits pensioniert ist. Darum sind wir eigentlich jetzt zusammengekommen und haben die Hilfe der Hochschule angefordert, um hier einen Weg zu finden, wie können wir das Problem lösen. Es sind viele Gemeinden in der Zentralschweiz, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, dass eigentlich die Bevölkerung keine gesicherte medizinische Versorgung vor Ort hat. Wir haben aufgrund dieser Entwicklung hier im Haus die Expertise und haben darum der Gemeinde anbieten können, dass wir sie in diesem Prozess begleiten und mit ihnen zusammen eine Lösung finden werden. Ich war dann eingeladen für ein erstes Gespräch, um ein bisschen abzutasten, wodurch es das gehen soll. Als ich dort angekommen bin, hat es das erste Mal einen Kaffee gegeben, weil gerade Kaffeepause war. Und mir ist so abgeholt worden und mir hat das Gefühl gehabt, die wissen, von was sie reden. Die sind viel geerdeter, als wir da hinten gedacht haben, was die Studierten sind. Das menschliche Abholen oder einfach reinkommen, das war so wohltuend. Und dann hat man die Einstellung gehabt, oh wow, das kommt gut und dann kommt es auch gut. Uns ist es wichtig, dass wir vor Ort gehen. Und dann arbeiten wir eben mit den Leuten zusammen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Im konkreten Fall waren das die Leute der Gemeinde, die Gemeindepräsidentin, der Sozialvorstand, und dann aber auch die Vertreter der Ärzte und weitere Personen aus der Gemeinde, die sagen, doch, das ist mir wichtig, dass da etwas läuft. Wir wollten wissen, wie sollen wir das Ganze aufgleisen? Sollen wir Einzelpraxen fördern? Sollen wir Genossenschaften machen? Welche Rechtsform? Wie es das soll gehen? Das Produkt war, dass wir am Schluss innerhalb von nützlicher Frist entscheiden konnten, für Entlebuch gibt es eine Genossenschaft. Und zwar eine Genossenschaft, die die Infrastruktur und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und die soll eben nicht an einzelne Ärzte oder Ärztinnen gebunden sein, sondern mit einer Genossenschaft ist eben sichergestellt, dass man eine Trägerschaftsform hat, die dauerhaft dort zur Verfügung steht. An dem sieht man eben auch, dass man nicht einfach ein Konzept überstülpen kann über die Gemeinde, sondern dass das vor Ort muss erarbeitet werden muss, einerseits mit den Leuten, die dort sind, aber auch anschlussfähig sein an die Bedingungen, die wir dort konkret haben. Das IBR ist wirklich auf uns eingegangen, auf unsere Situation. Hat sich anpassen, hat nicht irgendetwas verkaufen. Das war sehr vertrauenswürdig. Und nachher haben wir genau die Kompetenzen bekommen, die wir nicht hatten. Und hat uns als Kind nachher frühzeitig laufen und nicht noch lange an der Hand genommen. Und jetzt sind wir wieder vor Ort gefordert, das umzusetzen. Für Entlebuch ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die hausärztliche Versorgung gesichert haben, auch für die Zukunft. Und dass die Wohnqualität von unserem Dorf, die Lebensqualität, erhalten bleibt. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass wir in einem Jahr ganz viel bewirken konnten. Es ist viel in Bewegung gekommen. Es war gar nicht so aufwendig, wie man am Anfang gedacht hat. Wir vom IBR konnten uns aus diesem Projekt wieder rausziehen. Es ist für uns immer schön zu sehen, dass nachher die Gemeinde mit dieser Herausforderung jetzt wieder auf eigenen Beinen steht. Ich begrüße Sie
zu dieser Lektion, zum Praxisbeispiel mit Bezug auf die Gemeinde Entlebuch. Die medizinische Versorgung ist ja ein Thema, das uns alle interessiert und betrifft. Auch darum eignet es sich natürlich gut, um das im Unterricht zu thematisieren. Außerdem kann man zeigen, wie man ganz praxisnah so ein Beratungsprojekt kann gestalten kann. Und man kann natürlich dann anschliessend über die medizinische Versorgung in der Schweiz ins Gespräch kommen.